Komm her, ich habe hier Warte schnell, ich muss die Autos noch schnell beim fertig schauen. Bahnhof sind praktisch die Toiletten mit Strichmännchen gekennzeichnet, was für Männchen und was für Weibchen ist. Das sieht da lustig aus. Okay. Bei den Männchen ist einfach ein Strichmännchen mit so einem kleinen Strich unten an den Beinen. Und beim Weibchen einfach ein Strichmännchen mit so einem Dreieck unten dran und zwei großen Bobbeln unter den Armen. Okay, warte. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt damit. Hast du den Praktikanten heute bei uns gesehen? Ja, Den das war der neuen? Sohn vom Ding. Der Sohn vom Schweißer, gell? Der kommt morgen bis die Ende der Woche zu mir und dem Victor rüber. Oh, nice. Ja, ich weiß nicht, ob das so nice ist. Ich habe dann nichts mehr zu tun und keine Ahnung. Der Victor hat ihn jetzt mal auf 17 geschätzt. Ah, da siehst du schon die Mauer vom Airfield. Der hat ihn Was schon auf 17? 17 geschätzt, aber der sieht doch aus wie, keine Ahnung, 14, 15, sowas. Ja, wo siehst du die? Rechts Und oder wo? links sieht man so durch den Wald ein bisschen die Mauer. Da, wo ich gerade hinschaue. Das ist ein Jägerhaus und das ist die Mauer vom Airfield. Aber da wollen wir noch nicht hin. Und wir sollten hier möglichst schnell an an diesen Waldrand, auf den wir gerade zurennen. Und dann haben wir wieder Deckung vor den Leuten, die vom Airfield abhauen. Ah, ach so, ich habe noch die Dose in der Hand, deswegen laufe ich immer ein bisschen langsamer als Ach du. so. Ja, und beim Rennen, ich habe die ja offen, die Dose, aber da verliert man nichts. Das wäre auch noch krass. Das wäre eigentlich ein cooles Feature, wenn man mit einer offenen Dose rennt, dass man dann die Spaghetti verliert und dann kann dich einer verfolgen, indem er die ganzen Nudeln wieder aufsammelt. Indem man der Nudelspur folgt. Pferden lesen doch Wie bei Nudeln. Hänsel und Gretel, Mann. Wir gehen jetzt Pilze sammeln, aber nicht im Wald. Die Sonne scheint dir aus dem Arsch. Was ist das für Sound? Ich kenne den. KZ, dein Album scheint mir ganz schön scheiße zu sein. Es ist Walpurgisnacht. Ich breche aus der Klapse aus. Ah, jetzt. Setze meine Schweinekopfmaske auf. Raste aus. Ab jetzt hast du vier Väters. KZ, Triebtäters. Oh Mann. Einfach so tot gehört schon. Ja, ich kann es halt überhaupt Das nicht war der auswendig. Hip-Hop, den ich gehört habe, bevor ich gewusst habe, also bevor ich halt so in der Metal-Zeit, wo ich noch, was weiß ich, hier Metallica und Slipknot und sowas gehört habe, da war KZ so der einzigste Hip-Hop, der mir getaugt hat eigentlich. Dass er Ja, einfach ich sau auch. lustig ist. Und ich hab im Bunker früher haben wir auch fett viel KIZ gehört, aber das ist halt einfach schon das ganz alte. Ja. Dann einfach wie Neuruppin und sowas haben wir gehört. Noch weiter rechts, wir gehen erst nördlich dahin und saufen uns voll und dann gehen wir das Ganze systematisch an. Da Da sieht sind man wir die erstmal. letzten Hangars. Oh, ich will eigentlich gar nicht so nah am Airfield da entlang laufen, das ist das Problem. Ich hole mal die Waffe raus, falls irgendwas passiert. Ja, die hilft dir nichts. Wieso denn? Ich habe doch Da muss zwei doch einer Schuss. ja, einer ja direkt im Wald stehen. Du hast sogar drei Schuss. Ja, falls mir irgendein Baum dumm kommt. Hey, du Kackent! Bam! Ja, die wird wahrscheinlich auf 20 Meter genau sein oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das sind ja, was sind denn das für, sind das Slugs, oder? Pellets. Das bedeutet, glaube ich, dass das Streumunition ist. Ja, das ist madig. Normal gibt es auch Slugs und die sind, da kannst du schon noch auf 100 Meter eintreffen, zumindest bei Arma 2 noch, aber ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Bist du? Laufst du gerade hier langsam? Oder? Ich laufe immer noch hier die Mauer so entlang im Wald. Dieselbe Richtung wie vor 2, 3 Sekunden. In die gleiche Richtung immer Da bist du gelaufen. doch, Ich da habe bist den. du doch. Hier, dreh dich um. Hier, links, geradeaus. Ja, du schaust mich direkt an. Ah, jo. Wie geil es gerade aussah, wie du einfach deinen Kopf nach links drehst und ein paar Sekunden stehen bleibst, um mein Gesicht zu verinnerlichen. Ich habe nämlich echt Schiss, weil hier so eine Mauerlücke, dass hier jetzt plötzlich einer rausgestapft kommt und es abknallt. Weil wir sind hier Aus gefährlich nahe am Airfield.
würde jetzt erstmal nördlich hin, vielleicht finden wir da noch eine Pistole für dich oder so und dann können wir uns da reintrauen. Ich hab keinen Bock da so Berserker-mäßig auf dich weil so viel halt der Typ dann doch nicht aus. Das wär's halt zum Beispiel, wenn du dir irgendwelche Drogen ballerst, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, Fat Imba bist zumindest in der Zeit. Ja, so wie bei Scarface, oder? Say hello to my little friend! Und dann stehst du da mit deinem Messer dran und hackst auf den Typen ein. Krieg dich einfach nicht tot. Er wäre in Anführungsstrichen realistisch. Ich weiß nicht, ich hab das immer noch nirgends gelesen. Wo warst du da? Warst du auf irgendeinem Forum, einer offiziellen Seite oder so? Oder? Ja, ich hab heute in der Arbeit, was mir langweilig war, ein bisschen so durchgelesen, ein paar Foren, ja. Und da stand es auch wieder drin, dass das wirklich rein geplant ist, dass die da reinbringen wollen, dass man hier sich selbst LSD herstellt und so. Nee, das habe ich heute nicht gelesen. Also das habe ich bis jetzt nur einmal gesehen, das war in einem YouTube-Video, aber keine Ahnung. Okay, wer war das? Da hat das gesagt. Heißen, war das auch Moondai oder so? Oder? Ja, war schon. War das ein so vertrauenswürdigerer? Nicht, Mann. Nee, das war eher mehr wie so ein Report aufgebaut über Dayset und die Updates und so. Okay. Ach, wie du mir gezeigt hast praktisch. Da sieht man schon die Zelte, wenn du jetzt links schaust. Wir können nachher von hier aus im Wald erstmal die Zelte beobachten, ob sich da irgendeiner drin bewegt, bevor wir da reinmarschieren. Da habe ich echt Schiss vor. Und dann lass uns wirklich nur die Zelte auschecken und dann wieder abhauen, weil sonst müssen wir da... Sonst ist das Risiko zu groß. Ich will da rein, Waffe schnappen und wieder raus. Aber was, wenn wir da jetzt... Ach, wir müssen hier laufen. Da will ich dann schon ordentlich... Ja, aber die Zelte reichen ja, bevor wir hier... Wenn wir das komplette Airfield absuchen, dann brauchen wir circa 20 Minuten, 25 Minuten und in der Zeit bei einem Server mit so vielen Leuten online. Captain Crunch? Achso. Nicht was? Rhino Crunch. Ach, das ist auch so ein YouTuber. Nee. Schade. Nice. Nee, Captain Crunch ist kein YouTuber, aber Rhino Crunch. Der, naja, der ist ein bisschen eigenartig, aber ganz in Ordnung eigentlich. Das ist halt ein Schwätzer, ein ziemlicher. Okay, da hinten, also die Hofeinfahrt von dem, wo wir jetzt hingehen, ist noch zu. Aber das hat ja eigentlich nichts zu bedeuten. Lass mich dann einfach mal vorgehen und ich durchsuche erstmal hier das ganze Teil. Oh, Alter. Hinten ist ein Zombie. Zivilisation. Nimmst du den? Ich hab Zombie dabei, ja. Ja, ich schau da mal rein, ob hier irgendwie eine Spur von Leuten schon ist. Machst du das Tor dann wieder zu, wenn du reinkommst? Der ist außerhalb der Zombie. Ach so. Ja, sobald du reinkommst, mach bitte aber die Tür wieder zu. Dann weiß auch keiner, dass wir hier sind. Ich bin jetzt mal im Gefängnis. Vitamine sind hier, aber da habe ich schon welche. Falls du die nicht brauchst, die sind da, wo das Gefängnisgitter ist. Und hier ist noch so eine Tarnweste am Start. Ah ne, Hunterpants sind das. Kannst du haben, wenn du willst. Pepsi-Dose kann ich gleich nehmen. Da reinkommen, ich habe jetzt gerade ewig noch gebraucht, bis ich das... Warte. Und hier ist Verbandszeug. Und was ist das da? Ich habe eine Machete gefunden. Cool.
Die ist ja auch neu, gell? Ja. Aber die ist nicht gut, aber hast du mal gesagt, oder? Ja. Aber cool ausschauen tut sie auf jeden Fall. Ich glaube beim Brunnen. Ein großer Rucksack und eine Pistole. What the? No. Und eine Weste! Geilo! Ich nehm die Weste, du darfst die Pistole haben. Ah, toll. Ich muss meine Jacke ausziehen, damit ich die Weste tragen kann, oder was? Jetzt laufe ich dann oben ohne nur mit Weste rum, oder was? Na, ist eigentlich auch cool. Und nur Thunfischdose. Ah, der Rucksack ist nicht mehr so ganz koscher. Ich muss den, glaube ich, reparieren. Ein Blatt Papier! Endlich kann ich eine Nachricht hinterlassen den Leuten. Soll ich dir gleich das Ding droppen? Der Rucksack ist badly damaged. Ich habe auch so ein Repair-Kit. Irgendwie, warte mal. Ich glaube, ich muss den Rucksack erst anziehen, dass ich ihn reparieren kann. Hä? Ich kann den Rucksack nicht reparieren. Dann nehme ich ihn erst gar nicht mit, glaube ich. Aber du kannst hier eine Pistole abstauben, wenn du willst. Ja, noch unten. Achso, unten gibt es doch nicht so großartig was, oder? Ja, doch. Oh, sorry. Die Cola kannst du ja auch noch schnappen. Die Cola kannst du ja auch noch schnappen, die da auf dem Bett liegt, auf der anderen Seite. Ich habe genug Dosen. Obwohl nicht mehr. Oh. Idiot, weil ich alles auftrinke. Sind die leeren Dosen jetzt auch weg? Schön. Ja. Aber hast du Munition? Was ist denn das hier? Da ist nochmal Munition für die Magnum. Aber nicht für die Pistole leider. Aber nimm sie auf jeden Fall mal mit. Wenigstens wirst Leute damit bedrohen. Obwohl es das beim Airfield glaube ich nicht viel hilft, das Bedrohen. Nee, nicht wirklich. Ah, gut, ich mach die Tür hinter mir auch wieder zu, gell? Ich hab unten auch zu. Ja genau, die meine ich. Die anderen Türen vorne sind ja eigentlich und wurscht. Vorne ist Tor, habe ich auch zu gemacht. So, ich bin dann mal beim Brunnen. Das ist von da aus, wo wir gekommen sind, praktisch hinter dem Gefängnis ist das. So. Steht da dann dran, dass ich genug getrunken habe irgendwann? Jetzt bin ich hydrated, okay. Hydrated! Und jetzt esse ich noch ein bisschen was. Dran ist mein Brunnen. Ja, ich habe den Brunnen ja gerade schon benutzt hier. Write on paper, geilo! Geht's jetzt, oder? Rechtschreiben. Alle Scheiße da drin. Das sind Magazine drin unten, gell? Sehen. Fazi. Mhm. Mitnehmen. Was? Magazine für was? Ja, für die M4. Für die M4, ja, nimm's mal mit. Hat's mir echt kann. Bist du gerade rausgegangen? Jo, ich bin gerade hier in die Hütte. Ich habe jetzt was auf dem Papier geschrieben. Was hast du geschrieben? Kann ich das jetzt irgendwie benutzen, dass ich es lesen kann oder so? In die Hand nehmen vielleicht? Das ist nicht Read Note, ah, okay. Nice! The Mountain Dew is a lie, habe ich hingeschrieben. Aber wenn ich das jetzt hinlege, dann ist es ja weg. Das ist ja blöd. Ich lasse das jetzt einfach mal in meinem Inventar. Jetzt bräuchte ich nur eine Flasche und dann kann ich es in den Fluss schmeißen. In
Ja, okay, einen Fluss bräuchte man dann halt auch noch. Richtig, ja. Aber gut. Sonst ist das ein perfekter Plan, kann nichts schief gehen. Ja, da ist nichts mehr. Ja gut, dann kommt jetzt die richtige Herausforderung, oder? Ja. Wenigstens hast du eine Pistole, auch wenn sie keine Munition hat.